Hallo, guten Tag an alle und herzlich willkommen zu der nächsten Edition der BIMSync Webinar-Reihe, brought to you by Katenda, makers of BIMSync. Heute geht es ja um das Thema Issue Management und zwar jenseits von der Kollisionsprüfung. Mein Name ist Benjamin Adjeman und bin bei Katenda für die Praxisimplementierung bei Kunden sowie Produktentwicklung im Dachraum sowie global tätig. Unser Webinar wird heute sogar 15 bis 20 Minuten dauern. Und jetzt starten wir eigentlich schon. Wie sieht das mit der Agenda aus? Heute werden wir uns die Frage stellen, ist BCF gleich ein Issue? Wie sieht es aus mit BCF als ein intuitives Kommunikationstool aus? Was ist die Potenzial von BCF mit benutzerdefinierten Feldern, also eine neue Feature, die im BIMSync quasi ist? Und wie funktioniert diese Feature? Also und letztendlich ein paar Anwendungsfälle. Ich möchte aber eine kleine Korrektur jetzt mal vornehmen. Und zwar, das Webinar heißt ja Issue Management. Ich würde aber gerne Issue mit BCF Management ersetzen. Der Hintergrund erfahren Sie quasi während unseres Webinars. Gut. Erste Frage, BIM Collaboration Format, ist das gleich ein Issue? Ich hatte mal vor einigen Monaten ein Webinar für BCF mal gemacht und da habe ich quasi diese Infos mal recycelt. Und zwar, ein BCF ist letztendlich ein Container für Informationen zu einem bestimmten Thema, also eine bestimmte Kollision. Es könnte auch eine Markup auf einem Dokument sein, wie auch immer. Und das beinhaltet auch Bilder oder könnte Bilder auch beinhalten in Form von Screenshots aus dem Modell, Screenshots auf dem PDF-Plan, Bilder, die ich quasi auf der Baustelle mit meinem Handy dann mache und selbstverständlich auch, damit es dann bidirektionell mit anderen Autorensoftware auch dann funktioniert, braucht man auch für die Modellelementen zum Beispiel auch Referenzen. Das heißt, ich kann das gerade durch BCF, wird mir dann in mein Modell genau diese Stelle dann gezeigt, wenn diese Referenz dann vorhanden ist. Und ich kann in diese Container kommunizieren. Das heißt, wenn ich eine Frage zu diese BCF dann habe, kann ich auch eine Frage an jemanden adressieren. Ich kriege auch eine Antwort zurück. Und letztendlich kommt es dann auch, dass die Dokumentation, diese ganze Kommunikation auch hier stattfindet. Und das alles als eine XML-Datei ist ja, was wir als BCF dann kennen. Wie sieht es dann aus auf der Issue-Seite? Das Wort Issue ist halt in der BIM-Welt sehr verbreitet und man verbindet es immer mit einer Kollision. Also aus einer Kollisionsprüfung, hier sieht man, das ist ein Issue, eine Kollisionsprüfung auf Solibri. Damit verbinde ich eigentlich immer ein Issue und sagen, ja, das jetzt, ich habe jetzt ein Issue aus meiner Modellprüfung oder meiner Sichtprüfung, wie auch immer, und schicke das quasi an jemand anders. Wie kann man die zwei Sachen jetzt vergleichen? Die Information hier ist ja, was für ein Status es ist, was für ein Typ, an wem geht es, Fälligkeitsdatum und so weiter. Ich habe dann Bilder in diesem Form, dann eine Viewpoint auf Solibri. Ich habe dann auch die Referenzen. Das heißt, hier in diese Viewpoint ist halt zwei Modelle und drei Objekte beinhaltet. Und dann habe ich hier unten die Möglichkeit auch zu kommunizieren. Und dann letztendlich habe ich auch die Dokumentation. Das heißt, alles, was hier mit dieser Issue gemacht wird, wird schön gespeichert, damit ich dann später dann auch das sehen kann. Man könnte jetzt schon sagen, BCF und Issue sind sehr gleich. Ich werde aber im Moment sagen, nein, die sind nicht das Gleiche, sondern eine BCF versteht Katenda als eine Kollaboration bzw. Kommunikationstool. Ein BCF könnte so aussehen, dass ich überhaupt keinen Modellbezug habe. Es kann sein, dass ich keine Kollisionsprüfung gemacht habe. Ich bin zum Beispiel auf der Baustelle gegangen, habe ein Foto gemacht und kann das genauso als eine BCF speichern. Nennen wir das jetzt, um das immer besser zu verstehen, Aufgaben. Das heißt, ich habe jetzt eine Aufgabe, ich habe ein Foto gemacht von irgendeiner Stelle, ich schicke das an jemanden und sage, bitte hier aktiv werden. Es könnte auch sein, dass diese BCF in Form von einem Screenshot aus dem Dokument mit einer Verlinkung zum Dokument auf BIMSync auch ist. Das heißt, ich kann auch
einen reinen 2D-Plan nehmen, meine klassischen Markups hier drauf skizzieren und diese auch an jemanden adressieren und sagen, bitte hier aktiv werden. Es kann auch sein, dass ich diese BCF oder diese Aufgabe auch nutze, um einfach einen Schriftverkehr zu schicken. Also das heißt, ich habe jetzt keinen Bezug zum Dokument, ich habe keinen Bezug zum Modell und ich habe auch hier keine Bilder dran. Ich schicke einfach mal eine Nachricht. Wir bitten bitte um genaue Details des Schachbauwerkes im Bauteil C, bla bla bla. Und wir gehen sogar so weit zu sagen, an diese Aufgabe könnte ich auch Dokumenten dranhängen. Wenn diese Details schon gibt, könnte ich das schon hier hinzufügen und könnte das auch direkt an jemanden schicken. Das würde dann bedeuten, hier entsteht dann eine Verlinkung, wo das relativ schnell zu finden ist. Und dann gibt es auch eine nächste Variante, wo ich sage, ich mache meine Aktennotizen von meiner Koordinationsbesprechung, von meiner Showfixe und dokumentiere das hier in Verbindung mit verschiedenen Aufgaben und verteile das auch in meinem Projektteam. Wie man jetzt sieht, alles, was wir jetzt gesehen haben, das sind verschiedene Arten oder Typen von BCFs. Und das bedeutet nicht, dass alle von diesen gleich ein Issue ist. Man kann es ja Issue nennen oder Problem nennen, aber es ist eigentlich mehr ein Kollaborationstool und ein Kommunikationstool, wo ich dann mit meinen Projektbeteiligten dann projektbasiert, objektbasiert bzw. dokumentenbasiert kommunizieren kann. Nächster Punkt. Was sind dann die Vorteile von so einer BCF-Kommunikation? Man könnte ja sagen, ich kann das genauso mit E-Mails kommunizieren. Das Problem hier ist natürlich, dass meine E-Mails mit meinen Modellen oder meinen Dokumenten wenig zu tun haben. Ich kann natürlich meine Dokumente alle ausdrucken, drauf skizzieren, einscannen, an ein E-Mail verhängen und dann rausschicken. Aber letztendlich hat das keine Verbindung mehr zu diesem Dokument. Es ist komplett abgekapselt und es ist sehr schwierig, diese zum späteren Zeitpunkt dann wieder nachzuvollziehen. Ein Vorteil quasi von dieser BCF-Kommunikation ist, dass ich alle Projektkommunikation in einem Ort dann habe. Es gibt auch hier dadurch, dass man genauso mit 2D-Dokumenten die 3D-Dokumenten dann umgehe. Kann man das auf 2D machen, genauso wie ich dann modellbasiert Sachen abfragen können oder aus einer Kollisionsprüfung. Bedeutet das, dass ich quasi vom 2D ins 3D keine Datenbrüche mehr habe. Das heißt, wenn ich ein Projekt dann angefangen habe in 2D und irgendwann kommt dieser 3D-Effekt noch dazu, kann ich einfach mit der gleichen Lösung quasi arbeiten. Alle Art Kommunikation, wie wir es auch gesehen haben, sind zentral zu finden. Das heißt, wir haben jetzt Protokolle gesehen, wir haben Schriftverkehr gesehen, wir haben auch modellbasierte Issues gesehen, die kommen dann aus einer Kollisionsprüfung. Und hier ist auch eine Sache, die für Patender sehr wichtig ist, man bringt die BIM-Experten und die Nicht-Experten auch zusammen. Das heißt, die können miteinander auch modellbasiert oder im Projekt dann auch arbeiten. Also man muss jetzt kein Expert sein, damit man mit den Modellen auch eine Aufgabe dann verschicke oder eine Frage stelle oder darauf basiert dann kommuniziere. Und die Kommunikation ist anhand der allgemeinen zugänglichen Projektdaten, entweder modellbasiert oder dokumentenbasiert, für alle Projektbeteiligten dann zugänglich. Gut. Lassen wir jetzt mal BIMSync angucken und auch diese neue Feature benutzerdefinierte Felder. Jetzt sind wir quasi in BIMSync. Ein kurzer Überblick, damit man auch die Zusammenhänge dann verstehe. BIMSync als eine BIM-Kollaborationsplattform bzw. ein CDI bietet quasi die Möglichkeit, Modelle hier zu haben. Das heißt, ich könnte einfach hier hingehen und sagen, zeig mir dann quasi die verschiedenen Teilmodelle, natürlich hier Schnittebenen, Durchlägen und so weiter. Wir werden aber heute hier gar nicht mal reingehen. Das war jetzt nur als kurzes Beispiel. Und dann haben wir hier die Aufgaben, also die ganzen BCFs, die ich dann verwalten kann über verschiedene sogenannte Aufgabeboards. Und man hat dann die Dokumente hier abgelegt in eine benutzerspezifischen Ordnerstruktur. Hier könnte man auch sofort dann hier reingehen und diese Dokumenten dementsprechend auch
angucken und Markups machen. Aber wie gesagt, heute ist der Fokus dann auf die BCF-Bereich bzw. dieser Aufgabebereich, wo wir dann die benutzerdefinierte Felder dann ein bisschen tiefer reinbohren. Und zwar, wie ich schon sagte, hier habe ich dann meine komplette Aufgaben. Ich habe hier so ein paar Beispielaufgaben gemacht. Und das erste, was wir jetzt machen würden, ist benutzerdefinierte Felder dann anlegen. Ich habe jetzt schon zwei angelegt. Ich werde aber auch noch ein paar andere Beispiele mal anlegen. Und zwar das erste, was wir quasi brauchen, ist zum Beispiel der Name. Ich nenne das mal Nachtrag und sage, der soll eine Dropdown sein. Hier sieht man die verschiedenen Typen, die man quasi anlegen kann. Man sieht das quasi auch teilweise auf Englisch, weil das, diese Feature sehr neu ist und noch nicht hundertprozentig dann übersetzt ist in Deutsch. Das heißt, man hat hier Texte. Texte bedeutet, ich kann freie Text dann quasi in diese Felder eingeben. Ich habe eine Integer oder ich habe eine Dezimalnummer oder ich habe dann eine Dropdown. Das heißt, die beiden sind quasi Nummern und ich habe dann diese Dropdown, die ich auch dann selber definieren kann. Das heißt, hier, ich nenne mal das Dropdown und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, eine Dropdown hinzuzufügen. Ich kann es entweder einzeln machen, indem ich sage jetzt hier ja und dann sage ich nochmal eine weitere ist nein. Das heißt, ich stelle hier eine Frage, ist es ein Nachtrag, ja oder nein? Ich habe aber auch hier die Möglichkeit, eine Liste aus Excel, wie auch immer, hier reinzumachen und damit eine ganze lange Liste dann automatisch hinzugefügt wird. Ich gehe mal hier nochmal und sage neue und diesmal nenne ich das mal Kostenauswirkung. Dieses Mal nehme ich eine Nummer und ich könnte auch eine Beschreibung hier eingeben, aber damit wir schneller sind, einfach dann machen wir eine weitere und Planungszeit und diese ist auch eine Nummer und reichen das ein. Und somit haben wir jetzt schon weitere Custom Fields dann angelegt. Genau, das heißt, hier haben wir Kostenauswirkungen. Vielleicht sollen wir hier Euro dazu schreiben. Und bei dem Umplanungszeit, damit man weiß, schreiben wir hier noch Stunden rein. Jetzt haben wir das quasi erstellt. Jetzt können wir diese neue benutzerdefinierte Felder an sogenannte Aufgabeboards andocken. Und das würde dann bedeuten, dass alle Aufgaben, die auf dieser Board dann abgelegt werden, werden mit diese benutzerdefinierte Felder erweitert. Zum Beispiel jetzt, wenn ich hier auf die Einstellung mal reingehe, dann sehen wir haben schon zwei, aber wir könnten jetzt hingehen und sagen, Nachtrag, ja. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, ob das eine Pflichtfeld sein sollte. Wenn es eine Pflichtfeld ist, dann muss ich natürlich dann eingeben, was ist dann der Default Value. Wir lassen das mal weg. Wir tun jetzt die weitere Kostenauswirkung. Sagen wir, hier ist es ein Pflichtfeld. Ja, und da soll dann vielleicht eine 0 dann dahin hinzufügen. Und das letzte dann ist dann die Umplanungszeit. Das lassen wir einfach mal, wie es ist, hinzu. Jetzt, wenn wir eine neue Aufgabe jetzt hier mal machen, sieht man, das können wir jetzt wegklicken, dass diese benutzerdefinierte Felder jetzt schon mit angedockt sind. Das war jetzt für eine DGNB-Beispiel. Das heißt, ich kann das jetzt auch diese Aufgabe dann nutzen, um meine DGNB-Ergebnisse zu verwalten, beziehungsweise den ganzen Prozess. Das heißt, ich lege dann verschiedene Aufgaben dann an und diese kann ich dann mit dem entsprechenden Info dann befüllen, damit ich dann später das schön übersichtlich dann habe. Wir nennen das mal Bäume pflanzen. Mögliche Punkte sage ich, das ist, habe ich auf der Liste rausgeguckt, das ist 10 Punkte erreicht, wissen wir noch nicht. Ist das ein Nachtrag? Ja. Kostenauswirkung sagen wir, das ist 2000. Umplanungszeit ist dann 20 Stunden. Hier kann ich eine Beschreibung angeben. Wir reichen das einfach mal so ein. Und wir können hier auch einen Typ dann auswählen. Wir sagen mal Emission einreichen. Und somit haben wir jetzt
die diese neue Aufgabe dann erstellt. Hier sieht man auch bestehende Aufgaben, also im Gebäude A muss mindestens Holz, mindestens 50% Holz verbaut sein, alle Geschosse im Bauteil C sind barrierefrei zugänglich, Fahrradstellplätze gemäß Berechnung müssen vorhanden sein und die Verkehrsanbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln müsste auch vorhanden sein. Um das jetzt auch eine bessere Übersicht zu bekommen, können wir so eine Art Liste dann erstellen. Hier habe ich auch die Möglichkeit, diese ganze neue benutzerdefinierte Felder kann ich eigentlich nach vorne bringen. Ich bringe die dann hier direkt nach Typ, damit wir die auch sofort dann sehen können und bewerten können. Und jetzt habe ich die quasi alle hier. Hier sehe ich auch, dass die Summe immer unten reingeschrieben wird. Das heißt, hier haben wir mögliche 53 Punkte. Punkte erreicht haben wir noch nicht eingegeben. Ob es ein Nachtrag ist, ja oder nein. Und die Stunden, die Umplanungszeiten sind auch hier und werden dann unten hier addiert. Und wir sagen, das ist ein ganz, ganz simpler Weg, um die ganze DGNB oder Bream oder Lead-Punkte dann zu verfolgen. Ich kann natürlich dann hingehen und sagen, es soll auch erforderliche Nachweise mitgeliefert werden. Das heißt, um überhaupt diese Aufgabe fertig zu kriegen, muss ich diese Nachweise hier mitliefern. Das habe ich schon in der Beschreibungsstelle mal eingebaut und könnte dann je nachdem so eine Checkliste hier machen. Und ich weiß, erst wenn alle diese Checklisten dann hier oder diese Checkboxen dann hier abgehakt sind, kann ich dann diese Aufgabe dann letztendlich dann schließen bzw. bestätigen. Und hier sieht man auch unter den Status, hier ist komplett frei, wie man das dann zusammenstellt. Ich kann sagen, dass diese Aufgabe ist in Arbeit, das Ziel wurde schon erreicht, Ziel wurde teilweise erreicht, gar nicht erreicht, es gibt Klärungsbedarf, einer hat es geprüft und bestätigt oder einer hat es abgelehnt. Das Ganze hier, diese Dramaturgie, ist selber definierbar. Das heißt, ich kann das in meinem Projekt so oder pro meine Aufgabe genauso definieren, wie ich das dann gerne hätte. Gut, das wäre es schon mit der Demo-Teil. Man hat jetzt gesehen, wie wir diese benutzerdefinierte Felder anbringen. Und ich hoffe, dass diese Frage auch beantwortet sind, ob BCF gleich ein Issue ist. Das war schon für unsere Live-Demo. Wir haben jetzt gesehen, wie vielfältig eigentlich BCF eingesetzt werden können, also in Form von Aufgaben, und dass BCF nicht nur eine Issue-Tool ist, sondern mehr eine Kollaboration und Kommunikationstool. Ich werde mich freuen, wenn Sie Fragen haben. Sie können das mir auch gerne per E-Mail dann schicken oder hier über GoToWebinar dann die Fragebox. Ich möchte mich dann herzlich bedanken bei allen für die Aufmerksamkeit und hier ist meine Kontaktdaten, falls jemand dann mehr Infos benötigt. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss.